Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, frag mich bloß nicht, was wir letztes Mal gemacht haben. Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, ein, zwei Monate her. Ich weiß nicht, warum ich so lange Pause gemacht habe. Ich habe einfach, weiß ich nicht, so viele Sachen hier, die ganze Bearbeitung von, weiß ich nicht, die ganzen anderen Sachen, die ich hier auf YouTube mache, dauern ein bisschen länger und ja, weiß ich nicht. Dabei muss ich hier nicht viel machen. Ich tue ja nichts schneiden oder so, also ja. Weiß ich auch nicht, warum ich das hier so vor mir vorausschiebe, weil wir machen jetzt weiter. Das Witzige ist, ehrlich gesagt, ich habe noch zwei Parts hier nicht veröffentlicht für viele Monate, während ich das hier aufnehme. Und ja, ja, gehen wir erstmal hier rein. Ich habe ein bisschen trainiert wieder, also ja, weiß nicht. Ich glaube, das hier war der letzte Spielstand. Jetzt bin ich schon 3 Level höher, habe alles gelernt wieder. Habe ich hier irgendwo so ein Dokument noch, wo drauf steht, weil ich alles auf Screen gemacht habe. Ja, habe ich sogar. Ich lese mal ja alles vor, was ich gemacht habe, was ich gefunden habe und was weiß ich. Juri hat nichts gelernt, okay. Carol hat gelernt. Spiralhaure auf Level 36. Röhrende Revolution auf Level 38. Weil nicht. Hier und hier, die beiden Dinger. Die Fertigkeit Alembic, das ist hier, weiß ich nicht. Hier diese ganzen Sachen, die geben mir einen irgendwie speziell. Wie kann ich das noch mal da, wenn man die lernt, wenn man die aus eine spezielle Art einsetzt, dann verwandelt sich diese Art in diesen in diese Fähigkeit. Und wenn man die dann, weiß ich nicht, ein paar Mal einsetzt, ich glaube 100 Mal oder so, dann bekommt man die für ewig, für immer. Und diese Fähigkeit für dieses Dingen war hier. So werden die angezeigt, genau. Veränderte Art, ja. Weiß ich nicht. Da setzt zum Beispiel, was weiß ich, einen von diesen Angriff ein, der hat sich dann in diesen Angriff verwandelt, und wenn man den 100 Mal einsetzt, dann hat man den bekommen. So, was haben wir noch? Estelle. Level 35. Teilende Schneide. Das hier. Und durch Fertigkeit Höllenfeuer, Lodersäule, und durch Fähigkeit Kette, großer Wagen gelernt, genau. Ja, diese, nee. Großer Wagen, Lodersäule habe ich noch nicht. Doch, da gehört, wollte schon sagen. So, repeat. Bin ich gerade am Steuern. Dämonensperr auf Level 36. Leuchtender Hund auf Level 38? Fragezeichen. Okay, dann weiß ich das nicht. So, ich weiß nicht. Dämonenhund, das ist ja, das ist diese Demon Fang Abschnitt, ne? Ja, das habe ich, weiß nicht, 100 Mal eingesetzt, dann hat sich das in das verwandelt und dann habe ich das hier bekommen, genau. So, Rita, die hat wieder, weiß nicht, Klingenrolle, Level 36, wo sind? Das hier? Ja, doch, okay. Durch Fertigkeit Alembic, Dämonen, was? Ne, falsche. Durch Fertigkeit Kette hat sie das ja gelernt, ja, da habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie soll ich das bitte schon aufschreiben? Und ja, weiß nicht. Wirbelangriffe, okay. Ja, 100 Nutzungen, also nicht, meine ich muss das 100 Mal einsetzen. Das ist schon so ein bisschen her. So, und Raven. Judith und Juri haben nichts gelernt, okay. Vielleicht hatte ich auch nicht im Team und ja, die haben noch keine Chance, was Neues zu lernen. Keine Ahnung, kann sein. Violette Schlange auf Level 36. Boom. Und durch Fertigkeit Kette rundum, rundherum. Und durch Fertigkeit Höllenfeuer, Kaminhelix hier. Und Judith und Juri haben nichts gelernt, deswegen packe ich die mal beide ins Team. Einfach mal zu gucken, ob die irgendwas lernen. Habe ich noch einen Heiler drin und Estelle. So, und dann gehen wir mal hier rein, weil da ist immer eine Cutscene aufgeploppt, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Und ich war zu faul, die irgendwie aufzunehmen und dann irgendwann so halt dran zu hängen, weil ich mir dachte, ja, ich tue die sowieso am Anfang des nächsten Parts hier aufrufen. Also ja, er hat das Training ein bisschen, oh, ich habe nur 700 Gold, hat das Training ein bisschen erschwert, weil ich mich nicht irgendwie heilen konnte, so TP-mäßig, aber was soll's. Hey Estelle. Oh, Juri. Ist das das, was du uns als Bezahlung geben wolltest? Ja, es ist ein Andenken an meine Mutter. Deine Mama, ist sie tot? Gott. Ja, sie starb, als ich klein war. Was ist mit deiner Mutter, Juri? Sie starb, als ich noch ein Baby war. Ich kann mich nicht mal mehr an ihr Gesicht erinnern.
Ich verstehe. Ich war die einzige, die ohne Vater oder Mutter aufgewachsen ist. Aber du und Carol und selbst Rita, ihr seid auch alle ohne Eltern groß geworden. Naja, ich wurde mehr oder weniger von der gesamten Unterstadt erzogen. Bei mir hat jeder im Schloss mitgeholfen. Aber manchmal fühle ich mich einsam. Dann betrachte ich dieses Andenken und dachte an meine Mutter. So ging es mir etwas besser. Warum willst du etwas für dich so Wertvolles weggeben? Du solltest es behalten und darauf aufpassen. Seit ich auf die Reise bin, habe ich die Andenken an meine Mutter völlig vergessen. Ich glaube, das liegt daran, dass du in der Nähe bist, Yuri. Ich brauchte es nicht mehr. Ich fühlte mich ja nicht mehr einsam. Willst du es loswerden? Wir alle müssen unsere Erinnerung hinter uns lassen. Die anderen sind alle tapfer und denken nicht an die Vergangenheit. Und ich muss lernen, erwachsen zu werden und an die Zukunft zu denken. Wenn du es nicht mehr haben willst, werde ich es für dich aufbewahren. Yuri, es wird die Zeit kommen, da du es brauchst. Es wird die Zeit kommen, da du es brauchst. Was? In der du es brauchst, meinst du, oder was? Keine Ahnung. Du wirst darüber nachdenken wollen, was dir daraus geworden ist. Du wirst es brauchen, um dich daran zu erinnern, wer du früher warst und wie du dich verändert hast. Du sollst jetzt keine vorherigen Entscheidungen treffen, die du später vielleicht bereust. Vielleicht hast du recht. Aber bitte pass du bis dahin darauf auf, Yuri. Wenn ich meinen Weg aus den Augen verliere, werde ich dir vielleicht darauf zurückgreifen. Nein, ist auch nichts Verwerfliches. Nur das Andenken. Wir bekommen eine Menge solcher wichtigen Gegenstände. Durch so normale Cutscenes, also weiß nicht. So, ich habe jetzt, da ist nicht noch eine Cutscene, weil ich habe kein Geld. Ja, wir machen jetzt mal endlich weiter. Und gucken mal, wie es hier weitergeht. Ich habe natürlich nicht weitergespielt. Ich habe mich nur in diesem Anfangsgebiet hier weiter bewegt. Von hier ein bisschen trainiert und so, und ja, jetzt können wir mal offiziell weitermachen und da reingehen. Wir haben irgendwie rechts so eine Leiste, hat irgendwie was mit Wasser zu tun, ne? Okay, er geht durch jeden Schritt ein bisschen weg. Wie wurde ich getroffen? Ja, Ahnung. So, er lernt irgendwas. Ich wollte jetzt eigentlich nicht kämpfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich keine Ahnung, ja, das war gelernt. Gut, kommen wir mal direkt hier, weil nicht irgendwo ausrüsten. Wütende Boden setzt eine Explosionskraft, die den Gegner bei Kontakt zu Boden wirft. Sicher Bodenklinge erlernt. Habe ich all diese Charaktere nicht im Team gehabt oder was? Müsste ich doch schon gelernt haben dann halt. Boom. Hat irgendwie weil nicht so Impact aus One Piece. Impact ja. Boom. Und ich dadurch nicht meinen Arm im voll schrotte. Eigentlich so fortschrittmäßig, storymäßig irgendwie was erreichen. Also, oh, danke. Na, oh, warte. Ja, wollte schon sagen, das Ding ist Heilung. So schneide. Ah, ich habe fertig genug offscreen oder so, weil ich jetzt einmal einen Kampf gesehen. Wird wahrscheinlich der letzte sein. Außer wir müssen kämpfen. Aber ich werde dann flüchten. Müsste ich alle schon eigentlich hier erkundet haben. Analysiert haben, meine ich. Na, weiß ich. Kochen habe ich glaube ich auch Fortschritte gemacht, wie blöde. Ne? Und oh, wir kriegen Wasser zurück. Okay. Durch kämpfen? Was? Gott, das gefällt mir jetzt schon nicht hier. Na, was? Was macht Raven da hinten? Ah.
das ist das ganze Wasser draußen. Wir sind jetzt direkt, du klärst nach und nach KP, wenn du bei einem Wasserstand von 0 in der Feldflasche weitergehst. Beobachte die Feldflasche. Okay. Oh Gott, hier alles zu erkunden. Was? Oh Gott, hier alles zu erkunden, das wird ein Albtraum. Ich setze mal einen heiligen Trank ein. Ich habe Bock auf Kämpfe ab. So. So, ich brauche ein paar. Oh Gott, verdammt. Ich brauche ein paar Sackgassen. Warte mal, die Viecher sind neu. Ja, wir werden schon genug Zeit haben und mein Gott. Tag und Nacht geht ja ganz schön schnell vorbei, Flambeurge. Ist natürlich sehr gut für so eine, ja, macht bestimmt Feuerschaden, ne? Ja. Das heißt, wir werden so gut wie gar keinen Schaden gegen machen. Das gleiche Problem hatte ich mit Dings, weil nicht mit einigen anderen Waffen. Ich glaube, Repeat hat mal eine Feuerwaffe, während ich trainiert habe. Ja, hat nicht so gut funktioniert. So, ich möchte mal gerne hier so laufen, damit ich auch sehe, was so vor mir ist. Oh Gott, hier alles zu finden, das wird ein Albtraum. Okay, ich habe noch nie gesehen, dass hier dunkel wird, ehrlich gesagt. Obwohl ich hier immer so rumgelaufen bin, wenn es Trainings. So. Weil hat doch gar nichts gemacht. Aber wir kriegen ja durch Kämpfe. Aber warte mal. Ja, okay, die okay. Macht irgendwie Sinn. Die Viecher sind jetzt, glaube ich, was? Okay, wir können das benutzen. Okay, da macht eigentlich Sinn. Ja, die sind jetzt Eis, genau. Jetzt macht Feuer wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden, ne? Was hab ich überhaupt hier gelernt mit oh. Ja, Kette und Höllenfeuer. Das heißt, ich muss irgendwie testen, welche Fähigkeit ich einsetzen muss. Okay, Azurschneide. So, und Azurschneide hat sich jetzt in das hier verwandelt. Das heißt, das hier werden wir jetzt spammen bis zum Morgengrauen. So, und jetzt noch, was noch? Ich meine, einfach Kette, ne? Ich nur herausfinden, was der andere Angriff ist. Keine Ahnung. Bin noch am Testen, okay. Ich sollte mal jemanden hier, weiß nicht. So, okay, wir kriegen dadurch auch Dinge zurück. Also tue ich lieber so. Mein Gott, wo ist das? Ja, ich lieber so einsetzen. Da muss ich in der Nähe sein, wenn das. Da gibt ja gar nichts. Oh. So, wir sollten außerdem den Kämpfen am Tag hier aus dem Weg gehen, weil Flambeurge wir jetzt vielleicht nicht so bringen. So, jetzt immer wieder hier. Ich gehe erstmal alle Ecken hier ab. Das sollte vielleicht, ist vielleicht die beste Angehensweise hier. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie Kämpfe unser Wasser wieder auffüllen. Sagen wir irgendwie ab Wasser von den Monstern aus oder was? Was für ein Vampirismus passiert denn hier, Mann? Okay, je größer der Kaktus, desto mehr Wasser. Macht Sinn. Ja. Was war nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ich nehme an, nach oben, ne? Aber ich gehe erstmal die ganzen Ecken hier ab und hier passiert was. Was ist los mit dem?
Was machst du die ganze Salto? Ich glaube, der hat irgendwie Hitze waren oder so. Ja, wir suchen ja diesen Vogel, ne? Dieses Vogelmonster, mein Ding ist abgelaufen. Wie ist er nochmal? Ist er nicht wortwörtlich Phönix oder irgendwie sowas? Ich würde gerne mal ein paar Truhen hier finden, das wäre schön. Der Flamberge war nicht schlecht, also kann ruhig mehr sein. Nee, da. Wer sucht, der findet. Und die Erscheinung wird endet sein. Oh Gott. Phönixschutz. Wo ist das? Lass mich mal gucken, was das. Raven. Oh. Warum? Oh, kann man hier raus? Ja. Wollte ich eigentlich nicht. Wollte nur gucken. な。全部飲むんじゃねえぞ。ありがとう、ユリ。ちょっとこの辺で休憩にしない。全くしょうがないね。ん?ついに1人壊れた。 Also ausgerechnet er. Warte, Morgana. なんだよ。まだ元気じゃねえか。あ、さ、もう行くかい。みんなして力の出し惜しみしやがって。トワ。生き返った。本当。もうダメかと思った。 おお、これからの未来を背負って立つ若者が情けないね。うっさい。このまま進むのも危険だよね。でもここで引き返したらあの子たち悲しむわね、きっと。とりあえず力の続く限り行くわよ。あわよくばフェローだって見つかるかもしれないですから。だな。水場も見つけたし、 もうしばらくは捜索できるだろう。毒を食らわばさらまでってことに。そっか、そうだよね。そんなことよりカロル、ちゃんと水筒に水入れたか。はい、組んどいたわ。はい、リタも。さすがジェニス。お、ありがとう。他は平気だな。はい。んじゃ。 Also ich voll das Filler-Abenteuer hier, habe ich so ein Gefühl. Schnellschuss, neue Waffe, komm. Nö. Aber kann ja nicht schaden, eine Doppel zu haben. Wer weiß, ob wir die irgendwie brauchen. Da hinten ist auch eine Truhe. Hm? Luftstein. Und doch hier jeden Zentimeter abzuschicken, vor allem nachdem man eine Pause gemacht hat für ein paar Monate. Auch noch mal ein Heildingen, gut. Aufruhr. Sag was Neues. Nö. Nö. Gut. Speichern. So, guck ich das mal an. 7 Stunden. Aber ich habe alles gelernt.
war aber seit der letzten Aufnahme, ne? Ja. Und ja, der Gedanke, dass ich schon 65 Stunden ja dieses Spiel spiele, ist irgendwie gruselig. So, was? Ich glaube, ich bin noch mal zurück, den Rest der Wüste hier erkunden. Das neue linke Ecke. Boah, wir müssen ja noch so viel erkunden, ey. Ist ja riesig, der Ort. Da stimmt mal jetzt hier Final Fantasy 10 hier. Wüste Bikanel. Da. Weil wenn ja Waffen und also was drin sind, ey. Wesen sind da keine Verschwendung, auch wenn ich die meisten davon schon habe. Was ist das? Ändert eine Art. Okay. Ändert eine Art. Da. Dann komm mal rein. In der Hoffnung, dass du irgendwie, weiß nicht, die Art von alleine irgendwie findest. Okay. Ich dachte, Truhe, Gegner, Wasser, Truhe, Limit Trunk. Ja, oh Gott, durch die Mitte jetzt laufen, das wird ja der allergrößte. Oh Gott, wie soll ich denn das bitte schön machen? Keine Ahnung. Also gar nicht gegen mich von diesen Viechern ich schon gekämpft haben, welche nicht. Ist also egal, die sind jetzt schon wieder weg. Ja, wie soll ich in der Mitte bitte schon alles erkunden? Das ist auch brutal. Kann man nicht irgendwie durch irgendeinen Knopf? Konnte man nicht durch irgendeinen Knopf immer irgendein Menü oder so aufrufen? So, ich bin mir ziemlich sicher, den Stecher hatten wir schon. Ja. So. Oder muss ja echt irgendwie eine Karte oder so was hier gezeichnet von dem Gebiet. Okay, jetzt sind wir hier. Wenn die Karte wenigstens so bleiben würde, das wäre richtig toll, aber haben sie natürlich so dämlich gemacht. So, wie soll ich jetzt hier bitte schön mich zurechtfinden? So. Da muss ich offscreen echt durch die Gegend noch mal rennen. Keine Ahnung. Da sind Ruhe. Boom. Steintrank, ja, weiß ich. Einfach einstecken. Oh, keine Ahnung, komm einer, ja. Yeah. Glaube gegen dich habe ich noch nicht gekämpft, weiß ich. Kaktus. Kaktus. Das ist Kakteen. Ich meine ja auch dich. Warte mal, den habe ich schon. So, ich muss immer noch eine zweite Art hier finden. Hat noch nicht verändert wurde. Ich weiß nicht, was der zweite Art ist, das verändert werden kann. Was haben wir denn hier? Servo-Schlag, was weiß ich. Servo-Schlag. Jetzt habe ich Zahnschlag. Nö. Was ist Zahnschlag nochmal? Nach unten, zum Beispiel sein Aufwärtshaken. Nö. Servo, das wäre doch mit voll. Das wär doch passen mit tollen Feuer. Eigentlich. Feld der Zerstörung. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht, ne? Welt der Zerstörung, leuchtender Zahn habe ich, ne, leuchtender Adler habe ich.
Gott, verdammt, wo ist der Angriff? Oh, da will ich mal dahin. Muss man ja alles auswendig lernen. Geisterwolf, drakonischer Hieb. Drakonischer Hieb. So, wo ist der Angriff? Hab ich ja noch nicht gelernt. Leuchtende Zahn, Filter zu Schirm, Wolfschlag. Ist doch schon alles hier. Zur Wolfschlag, Schmetterader. Aber nicht halt eine Dings ist, ne? Muss ich wohl irgendwie offscreen hier finden. Ja, Drachenschwarm, verborgene Welle. Keine Ahnung. Werde ich glaube ich nicht in diesem Part finden. Schlitzern, leuchtender Adler. Ja, werde ich nicht finden, glaube ich nicht. Leuchtender Drachenschwarm, wütender Brunst. Wütende Brunst, meine ich. Fällt einfach um. Na gut, werden wir nicht finden. Keine Ahnung. Na, ich habe R2 gedrückt. So. Boom. Ich wollte jetzt ansprechen. Kaktus, gib mir Wasser. What? Okay. Ich kann mich ja eigentlich an den Kakteen hier orientieren. Oh, der ist schon weg. Ja, ne, ich könnte mich eigentlich an den Kakteen hier orientieren. Ich muss einfach nur, weiß nicht, gucken, welchen ich hier schon kaputt gemacht habe und welchen nicht. Mann, das ist clever, ne? Mit Sicherheit hier irgendwo Schatz drin verpasst schon wieder. Ja, was soll's. Jetzt bin ich glaube ich wieder, keine Ahnung, wo ich bin. Was? Da war gerade ein Skit. Ey. Endloses Wetter oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da muss ich hin, ne? Da ist wo ich hin muss, oder? Bestimmt irgendwo eine Truhe so in der Mitte irgendwo versteckt. Endlos weiter. So. Ich werde sterben. Warum geht's ihm hier so gut? Sie sind so weit hier aufgewachsen oder was? Derjenige, der was haben wir denn hier? Oh, kannst du gar nicht hin. Da. Ah, tschüss. Kämpfe ich gegen euch. Hat er vergessen. Hier haben Feuerschwert. Oh, das macht sogar Schaden. Okay, ich dachte, ich will gar keinen Schaden machen. Aus dem Weg. Könnte schon, wenn ich auf einmal, eine Waffe mit Repeat ausgerüstet, die war auf Feuer und ich habe so einen Schaden oder so gemacht mit jedem Schlag. Na komm schon, jetzt voll die Sackgasse. Warum ist hier nichts? Sieht sogar aus, als könnte man irgendwie da hin. Ich hoffe, diese Kakteen tun sich nicht immer wieder auffüllen, weil da wäre ein ganz schöner Dickmove. Truhe. Scharfrichter, ja, cool. Jetzt auf jeden Fall eine neue Waffe. Luftarzt, Erholungsabwehr, ist eigentlich egal, was. Hab so was Neues. Vor allem, wenn hier so geile Sachen drin
auf mich warten in diesen Thron. Neue Waffen, hallo. Ja, wenn ich was verpasse, dann ja, kann ich auch nichts machen. Ist ein bisschen nervig, hier durch die Gegend zu rennen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, die bleiben sogar. Die bleiben sogar kaputt. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt auch weiter, ne? Zum. Nein. Keine Lust. Irgendwie konnte man doch irgendwie so ein Menü öffnen. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich hoffe jetzt wirklich, mir gehen die heiligen Tränke nicht aus. Speicher noch mal hier. Na, gucken wir mal, was hier auf der anderen Seite war. Das ist noch mal so ein Wüstengebiet. Ey. Weiß nicht, was ich davon halte. So, wieder die Kanten hier abgehen, bis wie halt läuft, ne? Und ja, keine Ahnung, wenn die Kamera wenigstens so bleiben würde, das wäre perfekt. Da hinten ist was ganz Großes. Ich habe eine Menge trainiert, also vielleicht könnte ich das sogar schaffen. Also mal, wir haben gerade gespeichert, gestreiftes Band für die Mädels, ne? Hat irgendjemand überhaupt Bänder hier ausgerüstet? Nö. Magieverteidigung, eine Menge. Ah, lass mal. So, du, komm mal her. Geht uns jetzt bestimmt voll auf die Fresse, ne? Komm mal her. Medusa-Schmetterling. Was ist daran, bitte schön, Medusa oder ein Schmetterling? 45, komm her. Ich spam erstmal den hier. Aber du hast verändert das Art, gut. So gut. So, das war eine ganz schöne Menge Schaden. Aua, das ist auch eine Menge Schaden. Oh, was ist das? Gegen irgendwas schwach. Nö. Ich hab grad schon mal fehlender Treffer, tödlicher Treffer. Ah! Aua! Aua! Na, komm mal her. Muss ich mal wieder ketten hier. Nein! Na, oh, das ist jetzt das Dämlichste, was passieren konnte. Oh Gott. Wissen ja auch so fett, ey. Oh Gott, ich habe gar nichts hier so an Heildingern. Ja, toll, Rita wird drauf gehen. Oh, nein, nicht da lang. Aua. Schon mal wieder sehr geil, ja. Aber den schaffen wir nicht. Ich habe so eine kleine Vermutung, dass wir den nicht schaffen. So, geh auf mich los. Mich. Wenn ich das hier die ganze Zeit spammen muss, ey. Ja, super. Und wenn ich diesen Angriff hier stundenlang spammen muss, dann werde ich das tun. Scheint sogar zu helfen. Ich weiß nicht. Das funktioniert sogar geil. Estelle, geh weg. Verdammt, kann ich ihre Dings hier? Ich muss ihre Dings umstellen. Estelle. Wie mache ich das nochmal? Distanz halten. Ja, macht sie ja nicht. Distanz halten. Manager, wenn Freund helfen. Ja,
haben diese fetten Viecher. Ich kann die AP nicht sehen. Ich kann die AP immer noch nicht sehen. Namen und Attacken sind alle im Weg. Boom. So, steh auf. Ah, jetzt ist er wieder. Ah, ich schieb dich mal nach links, ne? Da hast ja nichts dagegen, oder? Boom, explosiver Art. Was? Feuer? Oh Gott. Und wieder rennen. Nein, warum? Voll umgedreht, aber. Geh weg. Ah. Aber warum ist denn der immer so fett? Boah, ich hoffe gleich nicht am Ende der Wüste wartet irgendwie noch so ein Bosskampf oder so auf uns. Weil sonst kriegen wir hier Probleme. Du hast irgendwie was. So, geh mal wieder nach da. Danke. Wir können den Kampf sogar schaffen. Ich muss sowieso diesen Angriff einsetzen. Fällt mir gerade auf. Also Gott, sie hat keine. Ich muss den Angriff sowieso spammen, um den zu lernen. Also kommt mir gerade richtig. Und oh, warum sind wir immer so schnell? Warum sind wir immer so schnell? So, Strategie. Nein, nicht Formation. Voller Arzt. Nur Arzt. Ich hatte auch schon gerade was Japanisches. Keine Ahnung. Weil war wieder nur von diesen Attacken die Rita jagt. So, ich mach mal den hier. So, von hinten. Sehr gut. Überhaupt ja, so, das wird ein bisschen nervig hier, aber wir schaffen das, glaube ich. Das ist einfach nur schön entfernt bleiben, ne? Ja, was machst du da? Geh weg und jetzt wieder rennen. Boah, ich habe keine, nennt man das, Luft Recovery oder so. Ah! Nein, das ist nicht so dolle. Ja, dabei ist jetzt eine gute Frage, aber das ist halt noch mal Steintrank, ne? Ja, gibt so extra einen Trank für. Ach ja, warte, wegrennen, wegrennen. So, jetzt kommt er. Eigentlich voll die billige Strategie, aber was soll's. Boah, jetzt ist er wieder am Boden. Er hat kotzt mich so an, dass die immer am Boden fallen, wenn ich das mache. So, Feuer, Feuer, vor allem deren der tödlicher Treffer wird immer ausgelöst. Das finde ich gut. Also, irgendwie hat Gefühl, dass hier den Sieg irgendwie voller Schummel, aber was soll's. Aber warte mal, ist das halt nicht. Nein. Nein. Oh, komm her. Nein. Boah, der wollte mich gerade angreifen. Nein. Dieser Peter. Ah. Da war nicht Krankenschwester, ist der. So Glück geht der auf mich los, ey. Oh, Gott sei Dank geht der auf mich los. Na. Ja. Oh. Ist wieder. Warum kann ich das nicht? Das hat keine, kann man nicht kontern? Ich kann gar keine Art danach noch einsetzen. Normalerweise kann man auch irgendwie, ich ja alles irgendwie Wütender Brunst zur Schneide. Ist das nicht? Aua. Ja, irgendwie nicht. Aua! Jetzt gibt er mir noch im letzten Moment wieder auf die Fresse. Alter, sie hat keine Dings, deswegen. Und jetzt bin ich tot. Okay.
Ah Gott. So, okay, verdammt bitte, weil er ist gleich tot. Der, nein, nein, das gibt's jetzt nicht. Ja, nur noch ein paar P. Gustav, so, mein Gott. Okay, das war heftig. Drachenpulver, ja, super. Okay, die Erfahrungspunkte sind das, was war. Nehme ich mal an, scharf drauf sind, ne? Ich glaube, ich beende den Part jetzt hier. In der nächsten Folge ja weitermachen. Wo muss ich jetzt noch mal hin? Ja, ne? Nein! Ich merke gerade, kein heiliger Trank. Ich setze ganz bestimmt nicht noch einen ein. Das ist ein Ausgang hier. Ja, hier. Gut, dann machen wir eben noch mal einen Cut hier. Sind ein bisschen durch die Gegend hier gewandert. War sehr lustig und ja, sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr auch mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr freundlich von euch. Und ja, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski, bye bye.